Eine Invasion aus dem All. In gleich zwei aktuellen Studien warnen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler eindringlich vor dem Biosicherheitsrisiko Weltraum. Befürchtet wird zum einen eine Art Alien-Invasion, aber auch andersherum gibt es ein großes Risiko, nämlich dass Organismen ungewollt von der Erde ins All getragen werden, mit dramatischen Folgen. Was muss jetzt getan werden? Klick zum Science in Future. Hier gibt es dreimal pro Woche spannende Science-Videos. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Nur so verpasst ihr nichts. Los geht's. Herzlich willkommen. Erst vor zwei Jahren passierte der Unfall. Ein israelischer Mondlander stürzte im Sommer 2019 über dem Erdtrabanten ab. An Bord hatte er tausende schlafende Bärtierchen. Es handelt sich um wirbellose Tierchen, die auch die härtesten Lebensbedingungen nicht fürchten, egal ob eisige Temperaturen, hohe Strahlenbelastung oder extreme Trockenheit. Bärtierchen können all dem trotzen. In der Fachsprache wird dieser Unfall aufgrund technischen Versagens als versehentliche Vorwärtskontamination bezeichnet. Organismen werden also ungewollt ins All getragen. Und genau das ist eines von zwei Szenarien, vor denen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler jetzt eindringlich warnen. Die Rede ist von Biosicherheitsrisiken, bedingt durch die Raumfahrt. Die Fachleute warnen eindringlich davor, diese zu ignorieren, da sonst, Zitat, extreme Folgen drohen. Was genau könnte die zweite Gefahr, eine Alien-Invasion auf der Erde, auslösen? Was passiert, wenn wir durch Mond- oder Mars-Missionen das Weltall kontaminieren? Und was haben damit private Raumfahrtunternehmen wie SpaceX von Elon Musk zu tun? Die spannenden Antworten auf all diese Fragen gibt es jetzt hier bei Klicks um Science in Future. Schon lange wissen wir, dass Bakterien in der Lage sind, im Weltall zu überleben und das unter den widrigsten Bedingungen. Eigentlich handelt es sich um einen extrem lebensfeindlichen Ort. Bei Sonneneinstrahlung kann es zu Temperaturen von bis zu plus 100 Grad Celsius kommen, aber auch minus 270 Grad Celsius sind möglich. Genau deswegen brauchen wir Menschen ja so einige Schutzmaßnahmen, um uns sicher durch den Weltraum zu bewegen. Doch wie sieht das bei Bakterien aus? Dazu wurden bereits vor einigen Jahren Experimente auf der internationalen Raumstation ISS durchgeführt. Konkret hatten die Fachleute Bakterien des Stammes Deinococcus radiodurans für drei Jahre an der Außenhülle der ISS den krassen Bedingungen des Weltalls ausgesetzt. Und hier sind es ja nicht nur extreme Temperaturschwankungen, sondern auch das Vakuum, das die Existenz von Leben erschwert oder sogar unmöglich macht. An Bord einer SpaceX-Rakete wurden die Bakterien zur ISS gebracht und dort auf Platten aufgebracht, die dann durch einen mechanischen Arm von der Außenhülle der ISS ins All gehalten wurden. Drei ganze Jahre verweilten die Bakterien dann im Weltall, bis sie dann wieder an Bord der ISS geholt wurden. Und das Ergebnis war verblüffend, denn die Bakterien hatten tatsächlich überlebt. Die Fachleute fanden zwar heraus, dass die äußere Schicht der Bakterien abgestorben war, doch das Erbgut hatte keineswegs Schaden genommen. Ganz im Gegenteil, die Bakterien hatten eine Art Schutzschirm um ihre DNA gebildet. Deinococcus radiodurans verfügt nach Angaben der Fachleute sogar über einen Mechanismus der Selbstheilung. So können sie beschädigte Teile der DNA-Stränge durch Kopien ersetzen. Forschende gehen aufgrund solcher Experimente sogar davon aus, dass Bakterien eine Reise von der Erde zum Mars überstehen würden, und zwar ungeschützt. Strahlung im oder am Raumschiff, Austrocknung oder nicht vollständige Sterilisation könnten sogar dafür sorgen, dass die Organismen immer toleranter werden, was die Lebensbedingungen im Weltall oder auf fremden Planeten angeht. In der Fachsprache würde damit ihr sogenanntes Invasionspotenzial steigen. Eine große Gefahr, wie jetzt Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von den australischen Universitäten Adelaide und Melbourne im Fachmagazin Bioscience schreiben. Sie sind beunruhigt und warnen vor ungeahnten Auswirkungen durch eingeschleppte Mikroorganismen. Demnach mangelt es an ausreichenden Regelungen für Reisen und Missionen in den Weltraum. Und da die Raumfahrtindustrie expandiert, seien, Zitat, gute Biosicherheitsmaßnahmen dringend notwendig. Das Risiko der biologischen Invasion sei groß, schreibt das Forschungsteam. Dabei beruft es sich auf zahlreiche Fallbeispiele, die sich so auf der Erde zugetragen haben. Mit dem Begriff Invasion meinen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler die Ausbreitung von Organismen in neuartigen Umgebungen, in denen diese bis zu diesem Zeitpunkt als fremd galten. Fest steht, dass dadurch die Nachhaltigkeit der Ökosysteme gestört wird und auch das menschliche Wohlergehen leidet. Menschen haben in zahlreichen
zahlreichen Fällen gebietsfremde Mikroben, Wirbeltiere, Pflanzen und Wirbellose in allen Regionen dieser Erde verbreitet, sogar entlegenste Gebiete wie den Polaralpen und tiefste Regionen dieser Erde sind davon betroffen. Es gibt beispielsweise starke Hinweise darauf, dass wir Menschen versehentlich arzneimittelresistente Darmbakterien in das antarktische Ökosystem eingeführt haben. Seevögel und Robben haben sich bereits infiziert. Dazu werden Funktionen von Ökosystemen tiefgreifend verändert, wie unter anderem der Nährstoffkreislauf oder die Kohlenstoffbindung. Zahlreiche Studien haben in der Vergangenheit eindrucksvoll bewiesen, dass manche Invasionen tatsächlich zu einem erheblichen Verlust der biologischen Vielfalt führen. Und nicht nur das, auch die menschliche Gesundheit kann somit geschädigt und unsere Lebensgrundlagen angegriffen werden. Doch die Gefahr ist eben nicht nur auf der Erde real, sondern auch bezogen auf den Weltraum. Organismen könnten von uns Menschen also unbeabsichtigt ins All getragen werden. In der Fachsprache ist von einer sogenannten Vorwärtskontamination die Rede. Doch es geht auch andersherum. Und auch das ist ein Risiko. Mikroben könnten ungewollt mit zur Erde gebracht werden und hier Ökosysteme kontaminieren, auch als sogenannte Rückwärtskontamination bezeichnet. Die Forschenden meinen hier übrigens nicht grüne Männchen oder hochentwickelte Organismen. Vielmehr geht es ihnen um Mikroorganismen. In der aktuellen Studie fordern die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler deswegen, dass diese genannten Risiken durch die Raumfahrtindustrie anerkannt werden. Ein breiteres Spektrum von Akteuren, als dies jemals möglich war, können nun das All erforschen und nutzen. Die gesteigerte Aktivität im All ändere das Risikoprofil nach Ansicht der Fachleute dramatisch. Die bisherigen Rahmenbedingungen seien auf ein solches Szenario nicht vorbereitet. Dazu sagt einer der beteiligten Forscher, Phil Casey: Der Weltraum entwickelt sich zu einer neuen Grenze des Biosicherheitsrisikos. Wir müssen jetzt Maßnahmen ergreifen, um diese Risiken zu mindern. Die Fachleute sprechen von extremen Folgen, die diese Gefahren mit sich bringen würden. Wichtig sind demnach drei Handlungspunkte, auf die geachtet werden muss. Erstens Vorsorge. Zweitens Früherkennung und drittens eine schnelle Reaktion, um erkennen zu können, was einheimisch und was fremd ist. Hier müssten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus der Astrobiologie und Physik mit entsprechenden Fachleuten zusammenkommen, die zu invasiven Arten auf der Erde forschen. Gemeint sind damit Pflanzen und Tiere, die aus ihren natürlichen Verbreitungsgebieten in andere Ökosysteme einwandern oder eingeschleppt werden. Gründe dafür sind nicht nur der globale Handel und der Reiseverkehr, sondern auch der Klimawandel. Wir hatten hier bei Klicks um Science and Future beispielsweise schon über die Tigermücke als eine sogenannte invasive Art berichtet. Eine ähnlich eindringliche Warnung kommt von einem weiteren Forschungsteam. Befürchtet wird hier eine, Zitat, Alien-Invasion. Auch das internationale Forschungsteam meint aber damit Bakterien, die es durch die Raumfahrt aus dem Weltraum auf die Erde verschlagen könnte. Dazu sagt der Ökologe Anthony Ricciardi aus Kanada: Der Weltraum entwickelt sich zu einem neuen Biosicherheitsrisiko. Die Forderungen hier sind sehr ähnlich. Aus diesen Gründen müssen verbesserte Protokolle für den Nachweis von Mikroben während interplanetarer Missionen entwickelt werden. Invasionsbiologinnen und Biologen sollten dringend in die Entwicklung von Regeln zum planetaren Schutz mit einbezogen werden. Protokolle für eine frühzeitige Entdeckung, Gefahrenmanagement und Eindämmungsverfahren für invasive Spezies auf der Erde müssten dringend für mögliche außerirdische Invasionen angepasst werden. Und hier geht's zum Video über die Tigermücke. Folge des Klimawandels, Menschenkiller Nummer 1 wird in Deutschland heimisch. Also einfach anklicken, anschauen und abonnieren. Das geht ganz einfach mit dem Abo-Button unter jedem Video. Bis dann, bleibt dran.